Meine Damen und Herren, ich erteile das Wort dem Herrn Ministerpräsidenten Bouffier. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst zwei Vorbemerkungen machen. Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ausdrücklich gute Genesung wünschen. Ich denke, im Namen des ganzen Hauses, das ist nicht ganz einfach, wenn es einem so wehtut, hier nur eine Rede zu haben. Ich habe eine gewisse Erfahrung über Jahrzehnte, wie das mit Wirbelbrüchen ist. Das ist schmerzhaft. Ich wünsche Ihnen, dass es möglichst bald wieder in Ordnung geht. Ich will eine zweite Bemerkung machen, meine Damen und Herren, und komme natürlich dann auch auf die Ausführung von Ihnen. Wir reden über Hessen. Und Hessen ist ein Land, in dem Toleranz, Schutz von Minderheiten und insbesondere unsere Verantwortung gegenüber Bürgern jüdischen Glaubens allergrößte Bedeutung haben. Mir ist es deshalb wichtig, heute zu Beginn dieser Debatte, die ja eine Generalaussprache ist, Folgendes festzuhalten. Wir haben in Berlin und anderswo erlebt, dass israelische Flaggen verbrannt wurden, dass Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens verunglimpft wurden. Man mag von der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, halten, was man mag. Es kann auf gar keinen Fall eine Berechtigung für Hass, Gewalt und Ausgrenzung geben. Und ich möchte, dass das in Hessen auch in Zukunft so bleibt. Und nun, meine Damen und Herren, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, Sie haben Ihr Bild von unserem Land gezeichnet und gezeichnet, wie Sie sich weiterentwickeln wollen. Und deshalb gestatten Sie mir ein paar Bemerkungen zu dem Bild, wie ich Hessen sehe, und wenn wir über Haushalt reden, wie der Haushalt aussieht. Und deshalb, meine Damen und Herren, gleich zu Beginn. Dieser Haushalt ist historisch. Wir haben Investitionen in Rekordhöhe für Kommunen, für Kinder und Familie, für Wissenschaft und Forschung. Und wir machen keinen einzigen Euro Schulden, und wir zahlen sogar seit 50 Jahren zum ersten Mal Altschulden zurück, meine Damen und Herren. Einen solchen Haushalt hat es in Hessen noch nie gegeben, meine Damen und Herren. Und dieser Haushalt hat den Vorzug, das kann man alles nicht bestreiten. Es ist Punkt für Punkt so, wie ich vorgetragen habe. Es ist aber auch ein Beweis für den Umstand, dass diese Koalition viel vorangebracht hat. Und diese Koalition wird noch viel voranbringen, denn, meine Damen und Herren, dies ist eine Koalition des Gestaltens. Und genau das ist das, was wir wollen, meine Damen und Herren. Sie, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, haben auch heute in Ihrer Rede darauf Bezug genommen. Sie kündigen den Hessenplan nun schon in vielen Variationen an. Wir setzen unsere Politik seit Jahren kontinuierlich um. Und es gehört schon einmal zu einer solchen Generalaussprache, mal zu zeigen, wie sieht es denn eigentlich aus? Nach meiner Überzeugung ist Hessen ein Spitzenland geworden. Und wenn Sie ein paar Beispiele dazu brauchen, will ich Ihnen gerne sie in Erinnerung rufen. Schauen wir uns mal die Bildungspolitik an. Sie hat bei Ihnen einen großen Raum eingenommen, zu Recht. Hessen hat bundesweit die niedrigste Schulabbrecherquote. Eine ganz wichtige Geschichte. Hessen hat die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung, und jetzt hören Sie gut zu, aller Flächenländer. Niemand gibt pro Kopf mehr aus. Hessen hat bundesweit die höchste Lehrerversorgung. Und Hessen ist Spitzenreiter in der Sprachförderung, z.B. für Migranten, ein Punkt, der für unsere gemeinsame Zukunft so wichtig ist. Meine Damen und Herren, einige Beispiele aus dem Bereich der Bildung. Schauen wir uns einen anderen Bereich an. Schauen Sie mal die Sicherheitspolitik. Hessen ist Erfinder der Bodycams, macht mittlerweile alle anderen nach. Hessen ist bundesweiter Vorreiter in der Bündelung präventiver Programme und gerade gegen Extremismus und Terrorismus. Hessen ist führend in der Bekämpfung der Cyberkriminalität.
Wir sind in Deutschland unbestritten Spitze, wenn es um die spannende Frage der Cybersicherheitsforschung geht. Frau Kollegin, das wird niemand bestreiten. Mit CRISP sind wir nicht nur deutschlandweit, sondern in der europäischen Spitze. Das ist etwas, worüber wir, glaube ich, sehr froh sein dürfen. Und wenn Sie einen anderen Bereich mal nehmen, wir begreifen Sicherheit immer in einem sehr umfassenden Sinne. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr dankbar dafür, wenn wir zum Beispiel erleben und auch bewusst dankbar dafür sein können, was zum Beispiel unsere Sportvereine leisten. Das, was dort im Sinne einer gelingenden Integration geleistet wird, ist auch ein Beitrag für Zukunft und sichere Zukunft. Und auch das ist in Hessen beispielhaft. Kein anderes Land hat dies so ausgebaut wie wir, meine Damen und Herren. Schauen wir uns mal die Sozialpolitik an. Ja, es ist immer gut, dass man gelegentlich noch einmal daran erinnern kann. Ich höre gerne, das scheint eine gewisse Übereinstimmung geben zu können, dass es wichtig ist für unser Land, etwas für Familien zu tun. Hessen ist das einzige Land, das eine Familienkarte eingeführt hat, außer uns niemand, meine Damen und Herren. Hessen hat sein Sozialbudget auf den Höchststand gebracht. Wir setzen bundesweit Standards, z.B. in den Kompetenzzentren, wenn es um die medizinische Weiterbildung geht. Wir haben, wird viel zu selten darüber gesprochen, seit zig Jahren die höchste Beschäftigungsquote für schwerbehinderte Menschen, also gerade für die, die unsere Hilfe besonders brauchen. Kein Land ist so gut in dieser Frage wie wir. Und vielleicht auch ganz bewusst, wenn wir über Sozialpolitik reden, also Politik für die, die alleine nicht in der Lage sind, den Erfolg für ihr Leben sicherzustellen, dann schauen Sie sich mal an, wenn Sie das Programm Joblinge, was wir so genannt haben, gemeinsam, sich mal anschauen, um was geht es denn da? Da geht es um die Qualifizierung und Vermittlung von benachteiligten Jugendlichen. Die höchste Quote der erfolgreichen Vermittlung gerade dieser Jugendlichen hat Hessen. Kein anderes Land kann uns dort folgen, meine Damen und Herren. Auch ein Beispiel für gelungene Sozialpolitik. Schauen wir uns mal die Umweltpolitik an. Hessen ist das einzige Land, das mit allen Beteiligten einen Zukunftspakt Landwirtschaft abgeschlossen hat. Kein anderes Land. Wir sind führend beim Ausbau des Ökolandausbaus. Und zwar ohne, dass die konventionelle Landwirtschaft dabei vernachlässigt wird. Hessen hat einen umfassenden Klimaschutzplan, damit wir bis 2050 klimaneutral werden können. 47% der gesamten Landesfläche ist heute Naturpark. Das ist der höchste Anteil in ganz Deutschland. 19.000 Hektar Bannwald. Damit nehmen wir einen Spitzenplatz in Deutschland ein. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, das ist, lieber Herr Kollege Schäfer-Gümbel, auch und gerade das Ergebnis von 18 Jahren. Aber wir reden jetzt einmal über die letzten 4 Jahre. Und wenn Sie dann noch hinzunehmen, dass wir mit dem Schülerticket und dem Landesticket einen Weg gezeigt haben, wie umweltfreundlich man zur Schule kommt und auch zur Arbeit, dann tun wir mehr als jedes andere Land, um diese beiden Dinge zu verbinden, meine Damen und Herren. Reden wir einmal über Wissenschaft. Kommt relativ kurz meistens. Hessen hat den zweithöchsten Anteil aller Länder bei den Hochschulausgaben am Gesamthaushalt. Wir sind bundesweit absolut führend mit unserer Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, das zu Recht allseits hochgelobte LOEWE-Programm. Wir haben, um einmal ein anderes Beispiel zu nennen, mit dem Marburger Ionenstrahltherapiezentrum eines der führenden Zentren zur Krebstherapie. Meine Damen und Herren, das sind alles Dinge, auf die wir durchaus mit Dank stolz sein können. Das ist eine ganze Menge. Und weil Sie sich ja auch damit ein bisschen beschäftigt haben und weil die Zeit noch nicht für alles reicht, aber es soll schon einmal erwähnt werden, wir sind auch Vorreiter im Kampf gegen die Steuerkriminalität und Einsatz für Steuergerechtigkeit. Das würden wir gerne, das können wir ja bei Gelegenheit mal ein bisschen austesten. Bei der Auswertung zur Information
über Steuerverbrechen und Steuertricks sind wir gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt federführend in ganz Deutschland. Das hat bisher eigentlich noch niemand bestritten. Und mir ist es ein Anliegen, gerade auch, weil Sie sich mit dem Finanzminister beschäftigt haben, dies hier einmal deutlich zu machen. Wir haben keinen Nachholbedarf, wenn es darum geht, denjenigen, die ihre Steuern nicht zahlen, deutlich zu machen, dass wir das nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich könnte so weitermachen, aber ich will es damit mal gut sein lassen. Hessen ist bundesweit in vielen Bereichen ein Spitzenland geworden. Das ist so, und meine Damen und Herren, wir möchten, dass es auch so bleibt. Ich will eine Bemerkung machen, weil Sie sich auch mit Stilfragen auseinandergesetzt haben. Diese Koalition hat von Anfang an Mut zur Übernahme politischer Entscheidungen und Verantwortung bewiesen. Das war keineswegs eine Selbstverständlichkeit, und wir sehen ja gerade im Bund, wie schwierig das alles ist. Das war auch in Hessen nicht leicht. Die Gräben waren tief. Das haben wir wechselweise alle nicht vergessen. Aber wir haben etwas geschafft. Wir waren nämlich in der Lage, nicht nur zu sondieren, wir haben auch einen sehr guten Koalitionsvertrag miteinander abgeschlossen, und wir setzen ihn kontinuierlich um. Und wir sind und waren sogar in der Lage, unvorhergesehene Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Meine Damen und Herren, die Flüchtlingskrise konnte 2013 keiner voraussehen. Wir haben dies in gemeinschaftlichem Geist erfolgreich bewältigt. Und damit das auch noch einmal gesagt wird, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, Sie neigen gelegentlich zu Schlussfolgerungen, die aus meiner Sicht nicht zulässig sind. Deshalb will ich zwei Dinge mal sagen. Ich habe hier vor diesem Haus Ihnen ausdrücklich meinen Respekt und meinen Dank bekundet, dass Sie seinerzeit angeboten haben, lasst uns das gemeinsam machen. Das war prima, und das ist nicht überall so. Und wie ich reagiert hätte, da hätten Sie mich fragen können, da hätte ich Ihnen eine Antwort gegeben, und dann hätten Sie nicht hier eine Vermutung aufstellen müssen. Sei es geschenkt. Sie haben ja gesagt, das sei die Frage, um die es in 2018 geht. Es geht in 2018, 2019 und in den nächsten Jahren immer darum, dass große Herausforderungen möglichst gemeinsam bewältigt werden. Das hat Hessen geschafft, und darauf kann dieses Land stolz sein. Deshalb nehmen wir schon für uns in Anspruch, wir sind ein Gestaltungsbündnis, und wir sind ein außergewöhnlich erfolgreiches und nach unserer Wahrnehmung das erfolgreichste in der Republik. Meine Damen und Herren, warum ist das so? Ich will Ihnen ein paar Beispiele liefern. Nach unserer Überzeugung ist es uns besonders gut gelungen, Ökonomie und Ökologie erfolgreich zusammenzuführen. Das ist eine der Grundüberzeugungen, die für diese Koalition steht. Wir haben jahrzehntealte gesellschaftliche Konflikte versucht zu überwinden und sind dabei nach meiner Überzeugung auch sehr gut vorangekommen. Anscheinend Unversöhnliches zu versöhnen, das muss doch unser Anspruch sein, eine Gesellschaft nicht auseinanderzutreiben, sondern nach Möglichkeit zusammenzuführen. Und das kann man auch in praktischen Dingen zeigen. Ich erinnere mal an die Auseinandersetzungen um den Flughafen. Das war doch gerade für diese Koalition nicht einfach. Sie haben sich heute wieder zu dem Flughafen geäußert. Kommt da gleich noch einmal drauf. Aber ich will schon mal sagen, wir haben die fundamentale Bedeutung des Flughafens für unser Land stets ernst genommen. Wir haben die Wettbewerbsfähigkeit gesichert und gleichzeitig die Interessen der Bevölkerung zum Lärmschutz mit einer Vielzahl von Maßnahmen zur Geltung gebracht. Darum muss es gehen. Beides muss man im Blick haben. Und wenn ich nur mal darauf hinweisen darf, auf die letzte Maßnahme, nämlich zum Beispiel die Einführung der Lärmobergrenze. Meine Damen und Herren, Sie haben doch nie geglaubt, dass wir das so hinkriegen. Es war ein großartiger Erfolg des Wirtschaftsministers. Das hat er nicht gemacht mit Haut drauf, das hat er nicht gemacht mit Ordre, das hat er nicht gemacht mit Gesetzgebung, sondern er hat es gemacht mit sehr viel Einfühlung, allerdings auch mit dem notwendigen Druck, gemeinsam mit allen Akteuren, gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen, das am Ende beide nützt, der Wettbewerbsfähigkeit und den Menschen vor Ort. Und deshalb kann ich mich dafür nur bedanken. Nochmal zur Erinnerung, es ist und bleibt eine der großen Fragen der Landespolitik. Dieser Flughafen ist der einzige große Flughafen dieser Art, der ein sechsstündiges Nachtflugverbot hat. Dazu stehen wir.
7 Stunden Lärmpausen, keine leichten Herausforderungen, das immer mit den wirtschaftlichen Interessen im Einklang zu bringen. Aber ich sage es noch einmal, uns geht es um beides. Die Wettbewerbsfähigkeit sichern und die berechtigten Interessen der Menschen am Lärmschutz beachten. Und da Sie ja erklärt haben, dass wir dort neue Wege einschlagen sollen, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich vielleicht auf eins verständigen könnten. Der Frankfurter Oberbürgermeister äußert sich gelegentlich zum Flughafen. Ich vermute, dass Sie auch nicht immer ganz glücklich sind über das, was er da äußert. Aber ich kann und will heute mal nicht darauf verzichten, ein Zitat vorzutragen. Der Oberbürgermeister Feldmann zitiere ich aus der FAZ vom 24.11.2017, also vor wenigen Tagen. Wörtliches Zitat: Der Frankfurter Flughafen dürfe nicht länger dafür stehen, die eigene Bevölkerung nachts zu terrorisieren. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, Herr Kollege, ob der im Aufsichtsrat sitzt, ist mir jetzt mal relativ egal. Es geht um etwas anderes. Es muss um etwas anderes gehen. Keine Stadt verdankt diesem Flughafen so viel wie Frankfurt. Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand. Ohne diesen Flughafen wäre Frankfurt nicht das, was es ist. Und wenn der Oberbürgermeister dieser Stadt den Flughafen des Terrors zeigt, dann hat er jedes Maß verloren. Meine Damen und Herren, wer so spricht, der hetzt die Menschen auf. Der zeigt, dass es ihm gerade nicht um den Ausgleich geht zwischen den verschiedenen Interessen. Der will Anwohnerinteressen und die wirtschaftlichen Interessen und die Interessen der Arbeitsplätze gegeneinander ausspielen. Genau das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Und deshalb, wer so handelt wie Herr Feldmann, ich frage mich allen Ernstes, der steht auch vor Wiederwahlen, geschenkt. Das haben wir alle schon oft erlebt, Wahlen. Es gibt doch Grenzen dessen, was für billigen Applaus man sich vielleicht für Formulierungen einfallen lässt. Wer so redet, meine Damen und Herren, der schadet nicht nur dem Flughafen, der schadet der Stadt, für die er kandidiert, und er schadet diesem Land, und er treibt die Menschen auseinander. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen zusammenführen und nicht spalten. Und deshalb, Sie haben allen Anlass, vielleicht einmal intern darüber zu sprechen. Zusammenführen und nicht spalten. Das ist die Linie. Und das können Sie auch finden, zum Beispiel bei der konventionellen Landwirtschaft und der Frage der Ökolandwirtschaft. Man kann die gegeneinander ausspielen. Man kann aber auch wie in Hessen dafür sorgen, dass beide erfolgreich sind. Man kann Arbeitsplätze und saubere Wasserqualität gegeneinander ausspielen. Man kann aber auch dafür sorgen, dass beides gelingt. Dann schauen Sie sich einmal an, ein Thema, das ganze Reihe Menschen bewegt, auch wiederholt hier im Landtag Gegenstand war. Wir haben es geschafft durch die Umweltministerin. Wir haben sowohl die Arbeitsplätze bei KNS gesichert, als auch der Umwelt entsprechend geholfen. Und genau so gehen wir vor. Wir versuchen, Ökonomie und Ökologie zusammenzuführen, weil wir das nie als Gegensatz sehen, sondern als gegenseitige Ergänzung zukunftsfähiger Politik, meine Damen und Herren. Deshalb, anders als Sie das beschreiben, haben wir dafür gesorgt, dass die Schule ein Ort des Lernens ist und nicht länger ein Ort ideologischer Auseinandersetzungen. Wir haben für Schulfrieden gesorgt. Es mag sein, dass das nicht Ihren Vorstellungen entspricht. Das bitte ich Sie einfach schlicht hinzunehmen. Aber die Wahrheit ist doch, wenn Sie durch Hessen gehen, die ideologischen Grabenkriege, die sind doch bestenfalls noch in Randnotizen festzustellen. Und genau darum muss es immer wieder gehen. Genauso bei der Mobilität. Ich komme daher noch einmal drauf. Deshalb haben wir eben beides gemacht. Wir haben saniert und ausgebaut, aber auch neu gebaut. Das gilt für Straßen genauso wie für Rad- und Schienenwege. Das gilt für den ÖPNV genauso wie die Elektromobilität. Umwelt- und Klimaschutz sowie eine moderne Verkehrsinfrastruktur, meine Damen und Herren, das sind für uns zwei Seiten der gleichen Medaille. Man muss beides zusammenbringen, wenn man zukunftsfähig ist. Und genau das tun wir in diesem Land, meine Damen und Herren.
Also, für uns gilt, wir wollen nicht gegen die Wirtschaft, sondern mit der Wirtschaft. Wir wollen nicht zulasten künftiger Generationen, sondern wir wollen für künftige Generationen handeln. Und mit dieser Arbeit sind wir noch lange nicht fertig. Wir haben viel erreicht, aber wir sind nicht fertig und wir haben Ideen für die Zukunft. Wir haben auch den Willen, auch in den kommenden Jahren zu gestalten. Und dazu haben wir einen klaren Kompass, dazu haben wir einen klaren Kurs für unsere Heimat und wir haben auch den Mut zu dieser Zukunft. Und wir freuen uns auf diese Zukunft, weil wir glauben, dass wir auch zukünftig in der Lage sind, wenn wir es klug machen, dass die Menschen gut und gerne in Hessen leben, meine Damen und Herren. Nun ist nicht zu bestreiten, auch die Sozialdemokraten haben Ideen, ohne Zweifel. Manches durchaus wünschenswert. Aber der große Haken liegt darin, dass es in aller Regel an einer Antwort fehlt, wie das finanziert werden soll. Ich will Ihnen, Sie sagen einfach falsch, dann sagen Sie mir mal, wie Sie es machen. Ich will Ihnen nur mal aus jüngerer Zeit vorlesen, was Sie so alles gefordert haben. 1 Milliarde € zusätzlich für die Kommunen, 1 Milliarde € zusätzlich für die gebührenfreien Kitas, 500 Millionen € zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau, 230 Millionen € zusätzlich für die Besoldung, 40 Millionen € für die Höherstufung der Grundschullehrer, 40 Millionen mehr für den Straßenbau, 22 Millionen mehr für den ÖPNV, 21 Millionen mehr für die soziale Infrastruktur und so ging es jetzt weiter. Meine Damen und Herren, das, was ich jetzt vorgezählt habe, alles aus diesem Jahr, macht rund 3 Milliarden. Da muss Ihnen ja eigentlich selbst ganz schwindelig werden, wenn Sie mal einer fragt, wie wollen Sie das eigentlich finanzieren? Woher wollen Sie denn das Geld nehmen? Ja, es stimmt, wir haben hohe Steuereinnahmen, aber wir schwimmen nicht im Geld. Und wir haben nicht einmal im Ansatz so viel mehr, wie Sie dauernd ausgeben. Sie haben viele Ideen und manche Vorhaben, in Ordnung. Aber Sie haben nicht bei einem einzigen Zettel dahinter geklebt, wie Sie das eigentlich finanzieren. Und dann bleibt ja eigentlich nur übrig, dass Sie entweder auf Schulden oder irgendwelche Wunder warten. Ihr Kita-Gesetz ist ein schönes Beispiel. Darüber werden wir reden. Sie haben ja noch einmal einen Gesetzentwurf angekündigt. Sie versprechen den Eltern null Gebühren. Sie versprechen den Kommunen, kostet euch nichts, obwohl eine zentrale, ureigene Aufgabe der Kommunen. Sie sagen, alles umsonst, in Anführungsstrichen. Aber die Wahrheit ist doch, Sie belasten gerade die Kinder und Kindeskinder mit immer neuen Schulden. Das ist das Gegenteil von nachhaltig, das ist kurzsichtig, meine Damen und Herren. Und nachhaltige Finanzpolitik muss Verantwortung und Weitblick zusammenbringen. Sie erweisen den Eltern und den Kindern aus meiner Sicht einen Bärendienst. Geld kann man nämlich nur einmal ausgeben. Das ist bedauerlich, Frau Kollegin Faeser, aber es ist die Realität. Sie leben in einer finanzpolitischen Fantasiewelt. Ich will jetzt gerne mal Ich möchte Ihnen gerne einfach mal vortragen, was Ihre Antwort ist. Die ist durchaus interessant. Sie haben immer irgendeine Idee, und wenn Sie gefragt werden, wie bezahlt ihr das, dann kommt die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs. Eigentlich immer. Selbst wenn die am Ende so kommt, wir wissen selbst noch nicht genau, ob das netto 600 Millionen sind, aber man unterstellt, sie wären 600 Millionen, dann haben Sie diese 600 Millionen schon zigfach ausgegeben. Egal für was, ich habe Ihnen vorhin gesagt, Sie haben 3 Milliarden € allein in dem Jahr mehr gefordert, wenn ich die verschiedenen Sachen zusammenzähle. Jetzt unterstellen wir mal, 600 Millionen € kommen rein irgendwann. Da müssten Sie doch irgendeine Antwort haben, was wir mit den restlichen 2,4 Milliarden € noch machen. Es kann doch nicht wahr sein, meine Damen und Herren, dass wir von Ihnen hören, wir fordern 3 Milliarden € mehr Ausgaben, benennen 600 Millionen € und überlassen den Rest der Fantasie. Meine Damen und Herren, so kann man keine seriöse Politik machen. Wenn wir also, Herr Kollege, sind Sie vorsichtig? Es wäre verlockend, das will ich aber aus Zeitgründen jetzt nicht machen,
mal auf eigene Äußerungen einzugehen, warum die Sozialdemokratie da steht, wo sie steht. Das können wir an anderer Stelle vielleicht noch einmal vertiefen. Ich will mich der Zukunft Hessens zuwenden. Und deshalb bleiben wir dabei. Wer die Zukunft unseres Landes, unserer Heimat sichern will, der muss wissen, wie Wohlstand, wie Stabilität, wie Sicherheit auch morgen noch gewährleistet wird. Der muss nicht nur ankündigen, der muss auch liefern. Und meine Damen und Herren, mit diesem Rekordhaushalt liefern wir die Antwort, wie wir uns die Zukunft Hessens vorstellen. Das ist ein Rekordhaushalt. Ja, und er ist auch nötig. Schauen Sie mal, wenn wir die Zukunft erfolgreich gestalten wollen, müssen wir Antwort geben auf die Fragen, die die Menschen umtreiben. Schaffen wir den Wandel in der Arbeitswelt? Sind wir auf die Veränderungen durch Digitalisierung richtig vorbereitet? Schaffen wir die Herausforderungen der Migration und der demografischen Herausforderungen? Können wir uns gegen den Terrorismus wehren? Gelingt die Energiewende? Bewältigen wir den Klimawandel? Das alles. Das habe ich ja. Bleiben Sie doch entspannt. Ich habe alle Zeit der Welt, aber ich will die Kollegen ja nicht noch länger warten lassen. Wenn wir uns schon einmal einig sind, dass das die Fragen sind, dann habe ich Ihnen jetzt gerade vorgelesen, wie Hessen heute steht. Ein Spitzenland. Wir ruhen uns darauf nicht aus, sondern wir legen mit diesem Haushalt die Grundlage dafür, dass das auch so bleibt. Und da werde ich Ihnen jetzt gleich ein paar Beispiele für benennen. Aber ich finde es schon einmal gut, wenn wir uns wenigstens darüber einig sind, dass jenseits der aktuellen Schlagzeile vielleicht das die Kernthemen sind. Das sind nicht nur die Fragen der Zukunftsforscher, das sind die Fragen, die die Menschen bewegen. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann geht es doch darum, dass die Menschen nicht nur in Hessen sich fragen, sind wir auf die Zukunft vorbereitet, haben unsere Kinder auch gute Chancen, und wir sagen ein klares Ja. Sie dürfen von uns zu Recht erwarten, dass wir uns um diese Sorgen kümmern. Wir ruhen uns nicht aus. Und dieser Doppelhaushalt gibt darauf Antwort. Wir wollen weiteres Wachstum, weil nur Wachstum auf Dauer Wohlstand sichert. Wir wollen Stabilität und wir wollen Sicherheit. Das sind drei Elemente, die unverzichtbar sind, wenn gute Zukunft gelingen soll. Und es kommt hinzu, dass wir die Flöcke einschlagen, soweit wir sie nicht schon haben, wie wir die Transformationsprozesse von heute auf morgen so gestalten, dass die Menschen noch mitkommen. Und deshalb ist das ein Zukunftshaushalt. Und das fängt bei den Kleinsten an. Man darf es ja ruhig noch einmal erwähnen. Sie haben das alles gerügt als unzureichend. Okay, mag so sein, dass Sie das so sehen. Die Beitragsfreiheit im Kindergarten für die 3 Jahre, dafür stellen wir 440 Millionen € in den Haushalt ein. Das bedeutet in 3 Jahren für ein Kindergartenkind für die Eltern eine Ersparnis von im Schnitt 5.000 €. Das ist die großartige Entlastung der Eltern, und das wollen wir so. Und es ist gleichzeitig auch eine Stärkung für diese Kindergärten vor Ort. Und wenn Sie dann noch hinzunehmen, dass wir rund 50 Millionen € zur Verbesserung der Qualität dieser Kindergärten einsetzen, dann ist das ein enormer Kraftakt für den Haushalt. Aber es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und meine Damen und Herren, so eine Förderung für den Kindergartenbereich hat es in Hessen noch nie gegeben. Das ist aus unserer Sicht finanzierbar, es ist zukunftsfähig und es ist auch nachhaltig. Und wir wollen die Zukunft des Landes auf seriöse und stabile Beine stellen. Deshalb gehört dazu, und da bin ich ganz bei Ihnen, die große Aufgabe der Bildungspolitik ist ja nicht nur Kita, sondern eben auch Schulpolitik. Und jetzt schauen Sie sich einmal an, was diese Koalition von Anfang an als Schwerpunkt ihrer Arbeit gesehen hat. Wir haben in dieser Legislaturperiode in keinem Bereich so viel investiert wie dort. Das ist auch notwendig. Und wenn Sie sich heute einmal anschauen, das kann doch ernsthaft niemand bestreiten, Sie haben es Gott sei Dank auch nicht bestritten, es gab noch nie so viele Lehrer. Allein in diesem Jahr und im letzten Jahr zusammen 1.000 neue zusätzliche. Noch einmal, noch nie gab es so viel Unterricht in diesem Land. Das ist gut für jeden einzelnen Schüler und einzelne Schülerin. Ich kann mich ja noch erinnern, weil Sie lange Wege, 18 Jahre,
Ich kann mich erinnern, als Sie Verantwortung getragen haben, fiel in Hessen 100.000 Stunden im Jahr aus. Und Sie haben den Menschen erklärt, das sei tolle Schulpolitik. Seitdem wir regieren, fallen die Stunden eben nicht mehr aus. Und das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. Wir geben 3,8 Milliarden für die Bildungspolitik aus. Das ist der höchste Wert, den es jemals gegeben hat. Und wer noch mehr will, der muss erstens mal sagen, wo er es herholt, und zweitens, wie wir es dann auch sinnvoll einsetzen. Ich will Ihnen noch zwei, drei Beispiele sagen. Wir werden jetzt in den kommenden Haushalten nochmals jeweils 230 Stellen neu schaffen, sowohl für den Ausbau des Ganztagsbetriebs wie auch für den Pakt für den Nachmittag. Ich will aber darauf hinweisen, kann man gar nicht hoch genug schätzen, wir schaffen 700 zum Mitschreiben sozialpädagogische Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte, die an 1.000 Schulen Schülerinnen und Schüler und Lehrer und Eltern mit unterstützen. Das ist eine der wichtigsten und praktisch besten Maßnahmen, um an einer Schule nicht nur den Lernerfolg zu haben, sondern das, was Schule auch leisten muss, Erziehung und Miteinander einzuüben und nicht zuletzt auch besser zu gelingendem Integrieren der Menschen, die zu uns gekommen sind, Vulgo-Flüchtlinge beizutragen. Meine Damen und Herren, 700 auf einen Schlag, das hat es doch nie gegeben. Wenn Sie so etwas gemacht hätten, Sie hätten das monatelang gefeiert. Das ist eine der vielen Maßnahmen, aber heute muss man es auch einmal sehr deutlich sagen. Und damit das auch einmal klar ist, wir wollen, dass die Schulen vom Keller bis zum Dach, vom Klo bis zum Computerraum in einem hervorragenden Zustand sind. Und was machen wir dafür, Frau Kollegin? Im kommunalen Investitionsprogramm 2 stehen dafür sage und schreibe 500 Millionen € zur Verfügung. Das hat es noch nie gegeben, meine Damen und Herren. Und wenn wir über Bildung reden, dann bleibt das auch nicht bei der Schule stehen. Sondern dann müssen wir reden, wenn wir über Zukunft reden, über Wissenschaft und Forschung. Wissenschaft und Forschung, das sind die Arbeitsplätze von morgen. Und wir haben uns seit Jahren uns auf diesem Bereich ganz außergewöhnlich engagiert. Wir setzen bundesweit Maßstäbe. Das reicht in der Regel nicht für die große Schlagzeile. Aber genau das ist es, was unser Land am Ende braucht, damit wir unseren Vorsprung halten. Deshalb haben wir die Investitionen dort gesteigert. Das gilt für den Hessischen Hochschulpakt, der hervorragend ist, weil die Hochschulen Sicherheit haben. Und, meine Damen und Herren, mal eine Zahl zu merken. 9 Milliarden € stellen wir den Hochschulen zur Verfügung für Wissenschaft und Lehre. Das hat es noch nie in Hessen gegeben. Das ist eine Rekordzahl, meine Damen und Herren. Also, Kita, Schule, Wissenschaft, Forschung, da wollen wir ganz vorne sein, um gute Zukunft zu haben. Und dazu geben wir in diesem Haushalt konkrete Antworten. Aber das ist nicht alles. Das, was uns im Bereich oder in Bezug auf die Zukunft umtreibt und umtreiben muss, sind die Herausforderungen der Digitalisierung. Sie verändert die Zukunft stärker als alles andere. Und diese Zukunft hat längst begonnen, und sie hat eine rasende Geschwindigkeit. Und deshalb müssen wir hier mit großer Kraft voranschreiten. Und deshalb darf ich mit Freude sagen, wir sind beim Breitbandausbau gut vorangekommen. Zum Beispiel einige hessische Landkreise sind Spitze in Deutschland. Prima. Spitze in Deutschland. Der von Ihnen so oft zitierte Odenwaldkreis. Ich möchte es einmal sagen, Frau Kollegin Lannert ist krankheitsbedingt entschuldigt. Aber damit der Odenwaldkreis auch mal weiß, er ist der am besten, ja, Herr Kollege, ihr seid am besten angeboten in ganz Deutschland. Darauf könnt ihr stolz sein, und wir freuen uns für euch. Das ist so. Und vielleicht kann man sich ja mal auf eins verständigen. Ich war ja auch nur lange genug in der Opposition. Es sieht der Sache nicht, wenn man nur schwarz-weiß malt. Das, was gut läuft, das kann man ja mal anerkennen. Und deshalb freue ich mich an dem Beispiel Odenwald, das ist eine gemeinsame Initiative, aber auch darüber sind wir uns doch einig. Wir ruhen uns nicht aus, wir warten auch nicht, sondern wir packen an. Und deshalb werden Sie in diesem Haushalt finden deutlich mehr Mittel
für den Ausbau der Breitbandnetze, zum Beispiel, damit Sie, Sie haben ja gefragt, also ich sage Ihnen Antworten, Ausbau, höhere Mittel für die Schulen, für die Bibliotheken, für den öffentlichen Dienst, können Sie alles in dem Haushalt nachlesen, 50 Millionen extra zur Förderung der digitalen Kompetenzen an den Schulen, nicht nur der Anschluss, Kompetenzen, zur Förderung von Telemedizin, von E-Health und nicht zuletzt auch zur Bekämpfung der Cyberkriminalität. Das sind alles Bereiche, wo wir in Hessen Spitze sein wollen. Denn nur wenn wir die Herausforderung der Digitalisierung entschlossen annehmen, werden wir auch in der Lage sein, diesem Land in Zukunft eine gute Zukunft zu geben. Aber, meine Damen und Herren, ja, es gehört zu einer lebenswerten Heimat heute, dass die Menschen praktisch mit der ganzen Welt vernetzt sind. Und es mag auch manchen geben, der nur noch in der virtuellen Welt zu Hause ist. Der kauft ein, der arbeitet, der findet Freunde nur noch virtuell, der teilt Freud und Leid, und auch seinen Ehepartner kann man im Netz finden. Und deshalb ist schon richtig, Megabytes braucht, wer die Megatrends nicht verpassen will. Und deshalb tun wir dort eine ganze Menge. Aber machen wir uns doch nichts vor. Trotz der großen Bedeutung der Digitalisierung, und niemand sollte die unterschätzen, gilt auch eins: Die reale Welt besteht doch nicht nur aus Bits und Bytes. Es gilt immer noch der Grundsatz, auch in der digitalen Welt, dass wir nicht eine Gesellschaft für die Digitalisierung haben wollen, sondern eine Digitalisierung mit menschlichem Antlitz. Wenn Sie so wollen, die Humanisierung der Digitalisierung. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Da geht es um die reale Begegnung von Menschen. Da geht es darum, dass sie sich auf Straßen und Plätzen noch treffen, dass die Familien und Vereine beieinander sind. Und dies alles ist das, was ich vorhin meinte, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Dahinter ist mehr als nur die Addition von Zahlen. Und genau wenn Sie sich das anschauen, sind Sie bei einem der Themen, von denen wir glauben, dass sie politisch sehr beachtet werden sollten. Da geht es nämlich darum, wie Menschen sich heute eigentlich zu Hause fühlen. Nicht nur irgendwo sind, sondern ein Zuhause haben, wo sie sich mit ihrer Region identifizieren. Sie haben den Hessen-Monitor angesprochen. Der ist ja im Netz. Das lohnt sich zu lesen. Da hätten Sie nämlich noch ein paar schöne Informationen bekommen. Da stellen Sie fest, dass 94% der Menschen gerne in Hessen leben und sich auch mit ihrer Heimat identifizieren. Also, lieber Herr Schäfer-Gümbel, ich versuche es jetzt noch einmal. Ich versuche gerade deutlich zu machen, jenseits von dem Klein-Klein. Landesregierung, Opposition, mit Verlaub, auch schön. Hier geht es um etwas anderes. Es geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und zur Zukunftsfähigkeit des Landes gehört Breitband und Megabytes. Aber es gehört auch, und genau darüber spreche ich, es gehört auch etwas dazu, wie wir es schaffen, dass Menschen eine Heimat haben, dass sie sich zu Hause fühlen, dass soziale Bindungen noch vorhanden sind und auch in Zukunft bleiben. Und darauf muss man auch politische Antworten geben. Das ist nicht nur Sache der Landesregierung. Aber stellen Sie mal vor, wir wären nicht bereit, uns auf diese Aufgabenstellung einzulassen. Dann würden Sie doch hier stehen und sagen, ihr verschlaft die Megatrends. Ihr redet wie immer die Dinge der letzten 20 Jahre, die keiner mehr hören kann. Deshalb reden wir über Zukunft. Und deshalb ist die Zukunft und die Heimat und die Menschen, die in ihrer Heimat ein Zuhause haben wollen, ein wichtiger Belang, der genau hierher gehört, meine Damen und Herren. Also, irgendeiner hat gesagt, die Zeitung Landlust habe jetzt unglaubliche Auflagensteigerungen. Kann ja sein. Heimat ist eben nicht Volkstümelei und Rückwärtsgewandtes, sondern es ist der Ausdruck, dass in der globalisierten Welt die Menschen Orientierung suchen. Und das haben sie natürlich in ganz besonderer Weise in der Gemeinde, in der Stadt, in der sie leben. Und deshalb muss ein Land, muss eine Landesregierung und die tragenden Fraktionen dazu auch Antworten geben. Und die geben wir, wenn ich z.B. sage, wir stärken ganz bewusst die Kommunen. Und damit das auch einmal deutlich wird, meine Damen und Herren, noch niemals haben die Kommunen so viel Geld vom Land bekommen wie zurzeit und im nächsten, übernächsten Jahr. Knapp 5 Milliarden € in 2018
und über 5 Milliarden in 2019. Es hat den Vorzug, niemand kann dieses Faktum bestreiten. Es sind die höchsten Geldzahlungen des Landes an die Kommunen, die es jemals gegeben hat, meine Damen und Herren. Zur Erinnerung, der kommunale Schutzschirm, von Ihnen bekämpft, ohne Ende, ist doch unbestreitbar ein großer Erfolg. Das bestreitet ja eigentlich heute niemand. Dazu kommt die Hessenkasse. Was ist denn die Hessenkasse? Die Hessenkasse ist ein hochintelligentes System, in dem wir gemeinsam mit den Kommunen die Chance geben, 6 Milliarden ihrer Schulden abzutragen. Meine Damen und Herren, das ist bundesweit einmalig. Das gibt es sonst nirgends. Und das erlaubt diesen Kommunen einen finanziellen Neustart. Das ist eine wichtige Maßnahme. Und ich bin überzeugt, es wird am Ende eine gleiche Erfolgsgeschichte sein wie beim kommunalen Schutzschirm, meine Damen und Herren. Aber wir lassen es dabei ja nicht stehen. Für diejenigen, die auch in einer schwierigen Finanzlage sind, aber keine Kassenkredite aufgenommen haben, stellen wir 500 Millionen € zur Verfügung als Investitionsprogramm, damit sie eine entsprechende Chance haben, ebenfalls an dieser Verbesserung teilzunehmen. Und ganz nebenbei für die Experten, ich wende mich an Kollegen Schmidt, der ist ja haushaltspolitisch immer sehr engagiert. Herr Kollege Schmidt, für Sie. Wenn es wieder um die Frage geht, ob wir genug für die Kommunen tun, schreiben Sie es auf. Noch nie war der Anteil der Steuern, die im Lande Hessen verbleiben, für die Kommunen so hoch wie jetzt. Es ist ein historischer Höchstsatz von 49%. Es hat den Vorteil. Herr Ministerpräsident, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Bitte? Ja. Darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen? Das ist in Ordnung. Ich erwähne dies deshalb, dass wenn wir über die Frage reden, wie wir den Kommunen in besonderer Weise helfen können, diese Koalition beispielhaft dafür gesorgt hat, dass die Kommunen vom Land nicht nur ernst genommen werden, sondern dass wir sie auch unterstützen und nach allen Kräften an ihrer Aufgabenerfüllung uns beteiligen. Und da fahren wir keine Klein-Klein-Schwarz-Weiß-Diskussion. Es bleibt am Schluss übrig. Noch nie haben Hessens Kommunen so eine Unterstützung erfahren wie unter der Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, meine Damen und Herren. Herr Präsident, ich achte darauf, deshalb mache ich das jetzt zusammenfassend. Sie haben über den ländlichen Raum gesprochen. Ja, wir arbeiten für den ländlichen Raum schon lange. Das Besondere ist, dass wir eine gemeinsame Anstrengung unternehmen. Und die sollten Sie nicht mit der kleinkarierten Abzählung, ob es eine Stabsstelle gibt. Sonst weiß doch jeder, dass das irgendwo koordiniert werden muss. Entscheidend ist, was wir tun. Und dann will ich Sie mal darauf hinweisen, wo sind denn Ihre Ideen? Sie reden vom Hessenplan. Ich sage Ihnen mal, was wir machen. Das finden Sie alles in diesem Haushalt. Regionale Gesundheitsnetzwerke, der Erhalt kleiner Grundschulen, die Verlegung der Arbeitsplätze zurück auf die Fläche. Wann ist denn das jemals passiert? Das, was wir mit der offensiven Überschrift Land hat Zukunft, Heimat Hessen meinen, ist genau das, dass wir Arbeitsplätze zurückbringen. Nehmen Sie die Beispiele Finanzamt Alsfeld-Lauterbach, nehmen Sie die Beispiele Finanzamt Bensheim, nehmen Sie die Beispiele Verlagerung der landwirtschaftlichen Betriebsprüfungsstellen, alles aufs Land. Das ist noch lange nicht alles. Wir haben uns vorgenommen, sogenannte Coworking Spaces, also man kann es auf Deutsch sagen, eine Einrichtung, wo unterschiedliche Beschäftigte aus unterschiedlichen Bereichen gemeinsam arbeiten, dann sparen die sich die Fahrerei, sie bleiben in ihrer Heimat und können trotzdem hervorragende Arbeit leisten. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen. Wir sind doch offen für neue Ideen. Was ich aber nicht mag, ist, dass mir einer erzählt, ach, ländlicher Raum, was ist denn das? Ich warte auf Vorschläge. Wir machen konkrete Vorschläge, und so stellen wir uns die Zukunft auch und gerade dort vor, meine Damen und Herren. Denn die Justiz wird ihren gesamten Bereich der Service Points in den Bereich des ländlichen Raums verlegen. Wir haben uns unter dem schönen Stichwort Dorflinde vorgenommen, die digitale Dorflinde, Sie haben das so spöttisch eben gesagt,
Ja, wir glauben, dass wir jedes Jahr 1.000 Hotspots, also WLAN-Hotspots, in Hessen in den Dörfern errichten. Das ist eine konkrete Verbesserung der Situation. Das ist ja gut, dann sind wir uns ja einig. Und dann bleiben wir mal dabei, wenn wir über Sicherheit und Zukunft reden, wir wollen auch das Programm Schutzmann vor Ort mit 30 weiteren Stellen bewusst, auch und gerade im ländlichen Raum ausbauen. Und meine Damen und Herren, der Zeit geschuldet, auch das Freizeitangebot muss im ländlichen Raum attraktiv bleiben. Und deshalb sage ich Ihnen, unser Sonderprogramm zur Modernisierung von Hallen und Freibädern, das Pilotprojekt zur Aktivierung von Innenflächen, damit Leerstände vermieden werden, die Unterstützung der Heimatvereine, die Unterstützung von Kunst und Kultur, das alles gehört dazu. Und vielleicht noch einen Punkt mal ganz besonders, den haben Sie auch erwähnt, die medizinische Versorgung gerade im ländlichen Raum. Die ist uns besonders wichtig. Dort haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Aber die Anschubfinanzierung zum Beispiel für medizinische Versorgungszentren, dort, wo eine Landarztpraxis keinen Nachfolger findet, da steigen wir ein. Die Neubesetzung der freien Landarztstellen. Oder, herzlichen Dank, dass Sie das gemeinsam mit uns machen wollen, das Programm Gemeindeschwester 2.0. Kann man auch anders nennen. Wir beginnen mit 50. Ich bin sehr offen, ob wir da gemeinsam was hinbekommen. Vielleicht mit Partnern. Aber es ist doch vernünftig, dass wir vor Ort auch zur Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte mit diesen Gemeindeschwestern eine ganz praktische und, wie ich finde, wertvolle Unterstützung und auch für die Menschen erfahrbare Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung bekommen. Und deshalb, meine Damen und Herren, wenn wir über Zukunft reden, dann reden wir natürlich über die Zentren, über die Metropolen, aber wir reden auch über den ländlichen Raum. Und zum Schluss noch zwei Bemerkungen. Sie haben sich sehr ausführlich mit der Mobilität beschäftigt. Natürlich kommt der Mobilität eine Schlüsselrolle zu. Das sehen wir ganz genauso. Und deshalb steigern wir in diesem Haushalt die Investitionen in das hessische Verkehrsnetz auf Rekordniveau, meine Damen und Herren. Wir wissen um die große Bedeutung als zentraler Verkehrsstandort in Deutschland und Europa. Und deshalb ist der Landesstraßenbau und die Mittel des Landesstraßenbaus so hoch wie nie, sowohl im nächsten wie im übernächsten Jahr. Das ist notwendig, und deshalb tun wir das. Deshalb sind die Investitionen in Autobahnen und Bundesstraßen so hoch wie nie. 750 Millionen € im Jahre 2016. Und noch einmal ein besonderes Programm. Wenn Sie sich einmal diese berühmte Diskussion in Deutschland ansehen, dass alle Brücken zusammenbrechen, geschenkt. Aber es gibt ein Brückenbausonderprogramm des Bundes. Allein 40% dieses Programms wird nur in Hessen verbaut. Das sind noch einmal 750 Millionen €. Das heißt, wir machen dort schon eine ganze Menge. 540 Sanierungsmaßnahmen ziehen wir durch bis 2022. Und, meine Damen und Herren, das sind noch einmal 400 Millionen. Und damit das auch einmal gesagt ist, im Stau stehen ist blöd, das wissen wir auch. Und deshalb bauen wir wie nie, damit es bald wieder läuft. Wir schauen der Sache nicht zu, sondern wir investieren in Bauen und in Straßen wie noch nie, meine Damen und Herren. Und wie man Ökonomie und Ökologie zusammenführt, das muss man einfach mal sagen, ist unser Landesjobticket. 90.000 Beamtinnen und Beamte, 45.000 Tarifbeschäftigte, 10.000 Auszubildende werden von diesem Programm profitieren. Das ist bundesweit einmalig. Das gibt es sonst nirgends. Und das ist ein Beitrag für Klimaschutz. Das ist aber auch ein Beitrag für attraktive Arbeitsplätze, gerade bei dem Wettbewerb, immer schwierigen Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiter. Und damit das nicht so theoretisch bleibt, wenn einer in Frankfurt zum Beispiel nach Wiesbaden oder umgekehrt eine Jahreskarte hat, oder wenn einer von Rothenburg an der Fulda nach Kassel fährt, dann macht das für einen Beamten in der Stufe A8 die Fünftel seines Jahres des Einkommens aus. Das sind 1.800 € in bar, meine Damen und Herren. Und noch eins muss auch einmal gesagt werden, haben Sie heute ausgelassen. Der Umstand, dass wir nicht in der Tarifgemeinschaft sind, wird ja oft gegeißelt. Aber nur der Umstand, dass wir nämlich eine eigene Politik machen können, lässt es uns zu, solch innovative Entscheidungen zu treffen, wie der Innenminister die in der letzten Tarifrunde getroffen hat. Das dient der Tarifgestaltung, das dient aber auch den Menschen, weil sie ganz konkret diese Verbesserungen erfahren, meine Damen und Herren.
Schauen Sie sich das Schülerticket an. 300.000 junge Menschen in Hessen machen davon Gebrauch. 1 € pro Tag gilt für ganz Hessen. Gibt es so nirgends in Deutschland. Da sind wir Spitze. Und wenn wir das alles zusammennehmen, meine Damen und Herren, haben wir allen Anlass, auf Fragen der Menschen eine positive Antwort zu geben. Und das gilt auch für den Wohnungsbau. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wir sollten nicht völlig vergessen, dass wir eine ganze Menge in der Vergangenheit gemacht haben und im Übrigen das auch keiner bestritten hat. Ich nehme jetzt nur mal Dinge aus jüngerer Zeit. Wir haben allein 1.300 Wohnungen in der Belegungsbildung gehalten, damit die Mieten dort niedriger und bezahlbar bleiben durch das Land. Wir haben ein Programm Städtebauförderung. Die Mittel dafür von 391 Millionen € sind in dieser Legislaturperiode schlicht verdoppelt worden. Das hatten Sie vergessen zu erwähnen. Mit dem Masterplan Wohnen haben wir eine Strategie aufgelegt, wie wir z.B. fehlende Baugrundstücke aktivieren. Die Baulandoffensive, die die Ministerin vorgestellt hat, ist ja noch nicht allzu lange her. Die geht genau um diese Frage, wie entwickeln wir bezahlbaren Wohnraum. Die Wahrheit ist aber auch, Herr Kollege, die Wahrheit ist aber auch, wir haben im Umland von Frankfurt eine ganze Menge ausgewiesener Flächen für Bauen. Die Gemeinden sind aber bisher nicht bereit, sie zu bebauen. Und deshalb ist es doch richtig, dass eine Allianz für Wohnen, wo alle Akteure zusammenkommen, gegründet wurden, damit man die gegenseitigen Interessen, die nicht automatisch die gleichen sind, miteinander abgleicht, um entsprechend zu bauen. Und ganz am Schluss, wir haben das Eigenkapital der Nassauischen Heimstätte um 200 Millionen € aufgestockt. Wir werden bis 2021 damit etwa 4.900 Wohnungen bauen. Und, Sie hatten das vergessen zu erwähnen, wir setzen unser Engagement fort. Sie haben darauf hingewiesen, dass das die Verantwortung auch von uns ist, aber nicht nur, auch der Kommunen. Bis 2020 stehen 1,6 Milliarden für den Wohnungsbau zur Verfügung. Und auch das, da schließt sich der Kreis, Rekordhaushalt, ist die größte Summe, die jemals in diesem Land für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wurde. Meine Damen und Herren. Heimat wird es nur dort geben, wo Menschen sich sicher fühlen. Wir hatten oft genug Gelegenheit, über diese Themen zu sprechen, aber es gehört dazu. Wir werden noch einmal 600 neue Stellen bei der Polizei schaffen. Wir werden die Ausrüstung verbessern. Wir haben besondere Anstrengungen unternommen mit einmaliger Software und einmalig in Deutschland einmaligen Anstrengungen gegen den Wohnungseinbruch. Wir erhöhen die Mittel der Extremismusbekämpfung und wir steigern z.B. das Personal des Landesamts für Verfassungsschutz auf eine Rekordgröße von über 370 Stellen. Wir haben die Justiz vorgesehen mit 90 Stellen für die Staatsanwaltschaft und die ordentliche Gerichtsbarkeit, 30 Stellen für die Verwaltungsgerichte, um unter anderem schnellere Asylverfahren zu bekommen, und zusätzlich weitere Stellen im Justizvollzug wie auch für die Häuser des Jugendrechts. Meine Damen und Herren, wenn Sie das alles zusammennehmen, Ausgangspunkt war die Frage Zukunft Hessen, haben wir Antworten auf die Fragen der Menschen, werden wir eine gute Zukunft haben? In diesem Haushalt geben wir diese Antwort, und wir sind sicher, dass sie gelingt. Wir geben diese Antwort dadurch, dass wir eine solide und nachhaltige Haushaltspolitik machen. Wir geben diese Antwort dadurch, dass wir die Kleinsten unterstützen und die Familien entlasten, indem wir Schule und Berufsausbildung fördern, Rekordinvestitionen in exzellente Forschung und Wissenschaft, indem wir Ökologie und Ökonomie verbinden und nicht als Gegensatz begreifen, indem wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, indem wir die Infrastruktur ausbauen und auch den Schutz des Klimas beachten. Und dies alles zusammen ist unser zentrales Sicherheits- und Zukunftsversprechen für die Menschen in Hessen. Wir haben viel geschafft. Wir sind überzeugt davon, dass wir auch in der Zukunft noch viel schaffen werden. Und deshalb möchte ich damit schließen, wir garantieren, dass gut bleibt, was gut ist. Wir gestalten Hessen, damit Hessen eine Zukunft hat. Herzlichen Dank. Applaus